Experimente mit Wasser zeigt dir in diesem Video, wie du geniale Flitzefische machst. Diese Aufnahmen sind das Ergebnis unserer Anleitung. Wir verraten dir, worauf du achten musst, damit der Versuch immer gelingt. Schau dir deshalb unbedingt das ganze Video an. Du willst mehr Videos wie dieses? Yeah. Dann gib einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Für die Experimente mit Wasser brauchst du weder Chemie noch einen Experimentierkasten, sondern nur Wachsmalstifte, Papier, eine Schere, Wasser, Zahnstocher, Flüssigseife und eine Schüssel. So, jetzt geht's aber los. Erster Schritt, zeichne Fische und schneide sie dann aus. Suche dir Stifte in schönen bunten Farben aus. Dann male Fische auf das Papier, auf jedes Blatt einen. Sieht klasse aus. Jetzt schneide die Meeresbewohner aus, aber vorsichtig, immer den Linien entlang. Nutze ruhig die Chance zu experimentieren. Zweiter Schritt, schütte Wasser in deine Schüssel und gib Flüssigseife in die Schwanzflosse. Fülle Wasser in den Behälter, aber pass auf, du willst ja schließlich nicht nass spritzen. Nun nimmst du einen Zahnstocher und steckst ihn in die Öffnung des Seifenspenders. Die Seife daraus bringst du auf der Schwanzflosse auf. Dritter Schritt, wir lassen die Fische schwimmen. Yippie! Lege den Fisch aufs Wasser und wusch! Experimente mit Wasser hat einen Tipp für dich. Die hier gezeigten Kinderexperimente bzw. Experimente für Kinder schaffst du alleine. Aber solltest du doch Hilfe bei dieser Anleitung brauchen, dann frag doch deine Eltern. Eltern machen oft gerne Experimente mit ihren Kindern zusammen. Unbedingt beachten. Der Versuch klappt, weil die Seife die Oberflächenspannung vom Wasser verändert. Wenn nichts mehr geht, einfach das Wasser austauschen. Jetzt ist deine Meinung gefragt. Welcher Fisch hat dir am besten gefallen? Schreib es unten in die Kommentare. Dieses Experiment ist aus unserer Kinderzeitschrift Benny, dem Heft für junge Entdecker. Klicke hier, um mehr über Benny, coole Experimente und seine anderen tollen Inhalte zu erfahren.